Also das Stück in 20 Sekunden. Es geht um Inge Deutschkron. Die war eine Jüdin, oder sie ist wahrscheinlich immer noch Jüdin, aber sie war eine Jüdin im Nationalsozialismus und wurde verfolgt. Und eigentlich ist es biografisch. Und ja, es basiert auf der Biografie von Inge Deutschkron. Genau, und wir stellen sozusagen ihr Leben dar, ihre Flucht von 33 bis 45 und ganz wichtig auch ihr Überleben zusammen mit ihrer Mutter. Also sie ist ja unglaublich jung gewesen, als der Krieg ausgebrochen ist, als Hitler an die Macht gekommen ist, und sie hat einfach so eine Stärke aufgebaut in dieser Zeit und hat einfach gelernt, sich selbst durchzuschlagen und ist einfach stark geworden. Das finde ich schön. Ja. Und der Unterschied zu unserem Stück und Geschichtsunterricht ist, weil es ja oft behauptet wird, dass man das immer wieder aufkauen muss, ist einfach, dass man emotional ganz viel daran teilnehmen kann. Und es basiert natürlich auch auf Fakten, aber der emotionale Wert ist natürlich bei uns auch noch groß vorhanden. Und ich finde es auch bei dem Stück ganz schön, dass man die Möglichkeit als Publikum hat, sich wirklich reinzuschmeißen, aber dann auch distanziert wieder auf bestimmte Einzelschicksale eingehen kann. Und ich glaube, was wir mit dem Stück auch erreichen wollen, ist, dass die Menschen einerseits natürlich irgendwo mitfühlen, natürlich ist es eine sehr gefühlsmäßige Sache, aber auch andererseits vielleicht sich ein bisschen davor ekeln, zu was der Mensch eigentlich fähig ist. Also ich hoffe, dass es ein großer Erfolg wird, weil das eben die Leute nicht denken, okay, wieder ein Nazi-Stück, wieder irgendwie depressive Stimmung, wieder der erhobene Zeigefinger, sondern dass die Leute es sehen und auch vielleicht neu anfangen, darüber nachzudenken.